Gulrak aus dem Clan Turnorod ist ein Drachengeborener, der gemeinsam mit seinem Bruder Medrash in jungen Jahren einem Orden von Monsterjägern und Jüngern des Drachengottes Bahamut beigetreten ist. Dort fand er in einem geheimen Kellergewölbe verbotenes Wissen über Blutmagie, welches er sich entgegen aller Warnungen aneignete. Nachdem der Orden ihn verstoßen hatte, schlug er sich eine Zeit als Söldner unter den Blutäxten durch, wo er den Rang eines Standartenträgers einnahm. Eines Tages kam es in einem Dorf zu einem Wiedersehen mit seinem Bruder. Trotz ihrer ersten Differenzen standen die beiden Seite an Seite, als ein wilder Wyvern im Dorf Amok lief und schafften es, das Biest zu vertreiben. Viele mögen Gulrak wegen seiner Magie als Monster betrachten, doch sein Ziel ist klar. Gemeinsam mit seinem Bruder vernichten sie als Einheit von Licht und Schatten die wahren Monster. Darunter fällt auch ein ruchloser Kult von Drachenanbetern an der Schwertküste.